Hallo, ich bin Marlin, Freunde, und damit darf ich euch zum Geburtstagsspecial 2015 begrüßen. Ich werde dieses Jahr 20 Jahre alt. Heute vor 20 Jahren bin ich auf die Welt gekommen. Scheiße, ist das jetzt schon wieder lang her. Und ja, heute gibt es ein Geburtstagsspecial, was ich so eigentlich nicht gemacht hätte, aber es gibt dazu eine kleine Vorgeschichte. Vor einem Jahr habe ich schon mal Geburtstag gefeiert. Ich mache das logischerweise regelmäßig. Geburtstag feiern und sowas macht man ja dann doch hin und wieder. Und ja, da waren halt auch Slane, Walle, Felix und so weiter da. Und die haben mir da was Seltsames geschenkt. Die sind mit drei riesigen Kartons gekommen von Hermes. Also das ist Slanas Mutter, aber bei Hermes haben die halt die Kartons genommen. Da war eigentlich 99% Papier drin. 0,7% waren geuste PSN-Keys. Und 0,3% war ein Spiel. Das sage ich euch kurz. Es ist dieses Spiel. Moment, dieses Spiel. Aber dazu kommen wir noch nicht. Wir spielen es, aber ich habe dann noch ein bisschen Special Equipment geschenkt bekommen, mit was ich das spielen muss. Und das werde ich jetzt eben anziehen. Da werde ich euch auch mitnehmen. Das nehme ich dann mit meinem Handy auf und schneide es rein. Und ja, das seht ihr dann jetzt gleich. Viel Spaß dabei. Sitzen jetzt hier an meinem PC, so sieht das gerade übrigens aus und ja. Wir laufen jetzt mal zu meinem Kleiderschrank, weil da ist alles drin. Das sind zwei Sachen. Einmal ist es dieser Pulli. Und ich ziehe das in meinem Zimmer an. Auch weil ich noch nicht weiß, wie ich die Cam platzieren will. Aber na ja. Ich muss es machen, weil ich es versprochen habe. Warum ich das versprochen habe, weiß ich nicht. So, ich hoffe, ihr seht das einigermaßen, damit ihr auch die komplette Verwandlung ist. Was macht dein Freund Knien? Da dürfte es eigentlich ganz gut sein. Ja, wieso, ich hatte diesen Pulli davor tatsächlich noch nie an. Es ist das erste Mal. Das allererste Mal. Und boah, es stinkt in diesem Fall so sehr. Also, ich sehe nichts. Wie will ich so bitte spielen? Wie will ich so überhaupt erst die Aufnahme anfangen? Das geht nicht. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder in-game, wenn ich es überhaupt geschafft habe, die Aufnahme anzumachen, weil ich sehe nichts. Hier mit einem Auge ein bisschen durch, aber wie das nachher am PC. Ich werde es einfach probieren und wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich sterbe jetzt und ich kann jetzt schon nicht mehr atmen. Bis gleich. Meine Brille. Ja. Stuhl gefunden. Ne. Wie sieht denn das in der Cam aus, Onni? Oh, Headset ist da. Gut, ich hoffe, das hält einigermaßen gut. Oder so, wie sieht das aus? Ich hoffe, das hebt. Szene wechseln zum Spiel. So, ins Spiel klicken. Ich sehe nichts. Wo ist meine Maus? Wo da? So, Maus ist da. Sound geht auch. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, da ist eine Röhre. War die größer? Ich glaube, die Abstände sind gerade relativ groß. Ich sehe halt echt überhaupt. Oh, fuck, verkackt. Okay. Ich versuche so ein bisschen durch die Löcher, so durch die. Okay, durch die Nasenlöcher geht es gar nicht durch den Mund. Da kann ich ein bisschen was sehen, aber es ist ja wirklich nur ein bisschen was und oh Scheiße. Alter, Hilfe! Okay, es läuft gerade ganz gut. Ich bin gerade sehr zufrieden mit dieser Leistung. Das lässt sich durchaus sehen. Ja, das ist eine annehmbare Leistung. Nein, zu tief! Oh, wir können unseren Namen eintragen. Ich kann ja Gott sei Dank einigermaßen gut blind schreiben. Wie wir sehen. Okay, sehr gut. Weiter. Jetzt noch auf die. Was? Nur Bronze? Also das geht besser. Auch wenn ich hier nur minimal gehandicapt bin. Besser als Bronze sollten wir das noch hinkriegen. Okay, Konzentration. Das ist ja das erste Spiel der Welt, aber
Das kann man ja immer noch spielen. Ich sehe nichts. Fuck. Okay, nochmal. Nochmal, wir schaffen das. Wir müssen nur an das gottverdammte Herz der fucking Karten glauben. Fuck! Am Arsch heißt der Karten. Es klippt gar nichts. So. Konzentration. Jeder dürft. Genau so. Voll gut. Hä? Warum? Ich hab das nicht gesehen, weil... Ne, ich glaube, ihr wisst, warum ich nicht sehe. Ich glaube, das brauche ich nicht noch extra erklären. Ich glaube, das ist soweit selbsterklärend, aber ich glaube... Also ich werde auch die Cam noch mal ein bisschen ausdrücken, weil dass ihr das Pulli ein bisschen... müssen wir mal suchen. Hier, rechtsklick, jetzt da und dann raus, okay. Vielleicht noch mal ein bisschen tiefer stellen. Also da, wo ist die Cam? Da, bisschen tiefer, bisschen so. Genau so. Okay, weiter geht's. Alter, ich kann kaum noch haben, aber das ist ja egal. So, Konzentration. Ganz ruhig. Sag mal, kann es eigentlich sein, dass diese Löcher nach und nach kleiner werden? Weil irgendwie sieht es für mich so aus. Gut, ich sehe auch nur gefühlt ein Achtel des ganzen Spielausschnittes. Und zwar ist das der Vogel. Und kurz davor, wenn die Röhre kommt, aber hey. Es ist egal, ich sehe auch nicht, wie viele Punkte wir haben. Da muss ich abschätzen. Jetzt ist ja doch, die war vorher auf jeden Fall weiter offen. Na! Okay, einmal noch klassisch. Und danach versuchen wir mal den epischen erweiterten Modus. Vielleicht bin ich da ja besser. Okay. What the fuck? Mein Gott, okay, noch einmal, weil das war kein richtiger Versuch. Das war nicht gut und boah, fuck meine Augen, ey. Fuck meine Augen. Und hier drin, okay, einmal noch, ich will. Mein Gott, das ist halt dieser erweiterte Modus. Wir werden es auch gleich ausprobieren, keine Angst. Und ja, es ist Absicht, dass ihr die Maus seht. Ich möchte, dass ihr sie seht, weil sie ist sehr hübsch und... Nein! Okay, jetzt machen wir den anderen Modus da. Hier, erweitert. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, wir haben Leben oben rechts, soweit ich weiß. Ich habe vorher kurz reingeguckt. Aber arg viel gespielt haben wir noch nicht. Genau, es ist auf Zeit, also wir kriegen nicht... Jetzt haben wir ein Leben verloren. Das ist natürlich schade. Eine Blume, was macht die? Oh, Schrumpf-Action. Geiler Scheiß. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich werde verkacken, weil ich nichts sehe. Und ich sehe nichts wegen dieser Scheißmaske. Aber das ist egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wie ich mich hier rumquäle um meine Augen. Meine Augen sind einfach kurz vorm Ausfallen. Weil Brille nicht. Fuck. Nein, zu hoch. Ich mag dieses Spiel nicht. Nein, zu... Boah. Selbst im Mikromodus verkacken wir noch. Das ist echt nicht schön. Da ist ein Herz gewesen. Da hinten waren das unsere Herzen. Ich weiß nicht, aber ich würde gerne auch irgendwie ein Dings aufstellen. Einen Rekord oder so. Das wäre voll gut. Okay. Wir schaffen das. Leb deinen Fuck! Oder so ähnlich. Eigentlich heißt es Traum, aber ich sehe halt nichts. Und deshalb musste ich jetzt gerade Fuck schreien. Ist das Mann? Okay. Da ist ein Herz. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Wenn der Vogel klein ist, ist es viel besser, wenn er geschrumpft ist, weil dann passt er besser in mein Sichtfeld und dann habe ich noch mein Sichtfeld für die Röhren frei, Mann! Ja, wow, wir haben es geschafft, ich kann meinen Namen schreiben. Das ist das D, das ist, also ich bin eine Zelle zu hoch. Was denn? Nein, Caps Lock aus, bitte? Genau. So, halt, Ö, 1 zu weit, L, P, so. Bronze. So, wir haben jetzt einen Highscore erzielt, aber den können wir noch verbessern. Jetzt machen wir diesen erweiterten Modus jetzt nochmal. Ich muss mir das eben ein bisschen... Oh Gott, das ist irgendwie besser, wenn wir es ein bisschen tiefer haben. Das ist gar nicht mal so scheiße. Oh Gott, war das gerade eng. Genau. Konzent... Oh ja, Schrumpf-Action. Hype. Voll gut. Voll gut. Okay, jetzt wieder
Also ein Treter. Mein Herz! Ja! Voll gut! Und haben wir eine Blume? Ein bisschen Action hier? Ja. Okay, jetzt läuft es langsam besser. Aber die Sicht ist halt immer noch sehr, sehr eingeschränkt. Wie ihr euch wahrscheinlich selbst... Obwohl, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, ne? Probiert das mal selber aus. Ist eigentlich egal, mit welchem Spiel ihr das macht. Es gibt nachher wahrscheinlich auch noch ein anderes Spiel. Was das macht, weiß ich übrigens nicht. Ich glaube, ich bin einfach durch. So, YOLO-mäßig. Da sind wir dann Superman oder so. Jetzt sind wir nicht mehr Superman. Das heißt, da können wir jetzt nicht mehr YOLO-mäßig durch. Wir sind offiziell kein Superman mehr, Leute. Wir sind kein Superman mehr. Die Superman-Kräfte haben uns verlassen. Ich wiederhole. Warte, wie lange wir hier schon durchgehen? Voll gut. Wir werden die Besten sein. Wir werden Sieger sein. Wir haben's drauf. Wir gehen fuck. Richtig und in. Wir geben nie auf. Wir werden stark. Und bleiben Freunde. Dieses Lied viel zu oft singen in meinen Aufnahmen. Das ist... Ich sehe nichts. Wow. Warte, wie viele Herzen haben wir jetzt? Wie lange soll das hier noch gehen? Ich wollte das ja eigentlich nicht ganz so lange halten. Superman! Superman! Super Vogel! Oh Gott. Oh fuck, schon Herzen verloren. Okay, das macht er. Wenn ich das so eigentlich so oft wie du hier Power-Ups und Herzen kriegst, ist es eigentlich fast. Ah, oh, Herz! Wie haben wir denn jetzt? Wie viel? Eins nur? Hä? Jetzt wieder null? Hä? Wir hätten doch voll viele haben müssen! Wir haben doch vier oder fünf aufgesammelt, hä? Oder wurde die Zahl einfach nicht aktualisiert? Kannst du maximal nur drei haben, oder wie ist das? Wie gesagt, ich hab's halt nicht gesehen, weil... Weil, ne, hat einen Grund, warum ich nichts gesehen habe. Aber ich würde sagen, wir machen das noch einmal einen klassischen Versuch. Und dann werden wir das Spiel wechseln, und zwar, weil das eine Spiel hier wäre ein bisschen zu... Wir haben Gold easy! Weil nur das eine hier wäre ein bisschen kurz. Und daher habe ich mir mein absolutes Lieblingsspiel rausgesucht, was wir gleich noch spielen werden. Das ist... das beste Spiel der Welt und mein absolutes Lieblingsspiel. Es gibt kein Spiel, was ich lieber spiele, als das, was ihr nach diesem letzten Run, weil ich noch ein bisschen davon wollte, sehen werdet. Ich hoffe, diese kleine Flavor-Runde hat euch gefallen, aber es gibt gleich noch ein richtiges, episches Spiel. Das beste Spiel der Welt kommt jetzt. It's me, Mario. Wir spielen Super Mario 64. Hype! Ihr wisst ja alle, dass das mein Lieblingsspiel ist. Hashtag Sarkasmus. Ich hoffe, ihr hört den Sarkasmus raus. Ich weiß auch nicht genau, wie viel, wie weit oder was wir spielen. Ich werde einfach mal ein bisschen 16 Sterne Run versuchen. Ich weiß auch noch nicht, wie weit ich kommen werde, wie weit ich kommen möchte. Ich weiß auch noch nicht, wie das mit dem Schauen aussieht, mit dem Reden, mit dem Steuern, mit dem Atmen hier drin. Aber, ich werde es so gut wie möglich versuchen zu machen. Ja. Ich hoffe, es startet. Na, wie sieht eigentlich die Sound so aus? Seltsam und leise. Naja, ich werde es ja nachher anpassen. So. Ich bin generell nicht... Oh, ich habe es jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich kann die Steuern noch einigermaßen... Ihr wisst, ich bin nicht der Beste in Mario 64 und so. Aber. Moment mal. Moment mal. Okay. Das war Kamera, gut, okay. Ich habe auch die Kamera nicht richtig angestellt. Also die Kameraanstellungen sind irgendwie komisch, also dass ich die Kamera drehen kann, die stimmt nicht so richtig. Und dann mal gucken, wo das liegt. Ach ja, genau. Okay, ich hab die Steuerung wieder im Kopf. Okay, ich hab die Steuerung wieder im Kopf. Wir machen es einfach mal ganz normal, wir gehen es mal... Normalerweise würde man den Hund machen, den Kettenhund, ich weiß aber, den kann ich nicht, deshalb machen wir einfach mal... Wir machen einfach mal ein paar aus dem Bob-Bob-Hügel. Wir machen mal König Bobo und ein paar andere Sachen. Ich weiß ja noch nicht, wie das wird mit der Steuerung und vor allem, ich sterbe jetzt schon beim Atmen. So. Ja, ist gut jetzt. So, erwartet bitte kein gutes Speedrun-Gameplay. Ich meine, ich sehe zwar jeden Tag Speedrun zu diesem Game in verschiedenen Streams, aber selber kann ich das halt echt überhaupt nicht. Also erwartet es bitte auch nicht, weil ihr werdet es nicht sehen. Ihr werdet wahrscheinlich sehr großes... Genau! Genau sowas werdet ihr sehen! Sehr großes Gefälle!
Speedrunner würden jetzt Instant Reset machen. Instant Reset, aber ne? Ich speedrunne dieses Spiel nicht und ich werde es auch nie tun. Wenn ich mal irgendein Spiel speedrunne, dann. Nein. Ich bin viel zu casual dafür. Ich bin ein casual Let's Player. Punkt. Ich habe doch echt irgendwie. Ich hab Steuersteuerung angestellt. Ganz einfach. Es liegt an der Steuerung. An nichts anderem. Also, ich habe gerade eben mal nachgedacht, ob man überhaupt das Spiel sieht, weil ich war mir da gerade gar nicht mal sicher. Aber alles safe. Man sieht es, alles gut, es ist größer gezogen, so wie ich es wollte, dass ihr auch ein schönes Vollbild habt. Und ja, SM64 halt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen Geburtstag damit feiern würde, SM64 zu spielen, dass ich nehme das nicht an meinen Geburtstag auf, für die, die jetzt denken, hä, es ist doch schon Abend, feierst du nicht? Wir haben heute, was haben wir denn heute? Mittwoch. Mittwoch, ja. Und, ja. Hi, Bob-Bomb. Ich hoffe, dir geht's gut. Bitte mal eben. Heb ihn doch mal auf. Mario, bitte. Heb ihn doch. Mario, nein, weh, du machst mich runter. Dreh dich nicht um. Du blödes Kotgesicht. Ja, wie gesagt, Casual Mario 64 auf Doom. Casual fucking. Fucking Ultra. Alter, er nimmt ihn aber auch nicht. Er nimmt ihn halt auch einfach nicht ran. Ich sehe dich nicht, Mario. Okay, bitte nicht auf mein Blickfeld. Mein Blickfeld ist sehr begrenzt, das gebe ich zu. Da kommt man schnell raus. Aber du kannst dich auch ein bisschen anstrengen, dass du da nicht rausgehst, oder? Ah. Man hört die krassen Speedrun-Strats. Geile Speedruns, ihr seht diese Speedrun-Strats. Oh shit. Ich hab die Strats drauf. Ich hab die Strats gelernt. Oh, er kommt. Er kommt ultramäßig langsam. Da kriegt man ja echt fast Angst. Nein, eigentlich wollte ich ihn übrigens rüberspringen. Nein! Nein! Als ob er mich jetzt so weit runtergeworfen hat! Als ob! Du blödes, verbuggtes! Man sieht natürlich auch alles an diesem Handicap hier. Wallo möchte doch neue Challenges haben. SM64 so spielen, wie wär's denn damit, hm? Könnt ihr ihm, also ihr hier die ganzen anderen Wallo-Monsters, es gibt ja genügend, die seine Streams gucken. Erschlagt ihm das doch einfach mal vor. Vielleicht macht das ja. Ich schicke ihm auch gerne diese Maske zu, wenn er möchte. Ich schicke die ihm an sein Postfach, er kann diese haben. Sie ist dann halt von mir getragen und von mir verschwitzt. Damit muss er halt klarkommen mit ein bisschen Cydia-Schweiß, aber... Ich kann ihm das einmal vorschlagen und ihm sagen, hey, Studio würde dir sogar seine Maske schicken und ja. Wäre bestimmt witzig, wenn das gegen Ricky oder Claire so racen würde. Ja, okay, eher gegen Ricky, wo er auch eine Chance hat zu gewinnen. Also, ja. Ich würde halt echt wissen, wie das bei einem Speedrun aussieht. Ich meine, ich weiß nicht, ob er es tun würde, weil das wäre halt echt ein bisschen blamabel, ne? Ihr wisst nicht, bei mir ist generell nichts peinlich, das wisst ihr, deshalb. Ich weiß nicht, ob er es machen würde, aber ich würde es mir angucken. Ich würde den Stream feiern. Also, lacht zu ihn einfach mal vor. So. Ich sollte auch finden, warum? Aber was mich halt echt interessieren würde, warum greift er den bei mir nicht? Das macht er bei mir nie. Ich habe dieses Problem generell immer. Und es fuckt mich ab. Ich muss gegen ihn laufen. Ne, ich laufe nicht richtig gegen ihn. Jetzt nimm ihn! Nimm ihn ran! Okay. War das übersteuert? Nein. Ich glaube, ich werde kein einziges Mal bestimmt nicht auf den Hügel. Geht's schon? Ach ja, das ging ja nicht. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo ist denn der Stern überhaupt? Wo ist der Stern? Stern? Ich sehe ihn halt nicht. Wo ist der jetzt? Stern? Ja, da hinten. Ich habe ihn echt nicht gesehen. Lacht nicht. Das ist nicht lustig. Ich habe ihn halt echt nicht gesehen. Das war gerade... Ich sehe halt nichts. Ihr wisst, ich glaube, ihr merkt, dass ich nicht sehe. Ich sehe nichts. Nicht sehen und ihr seht nicht mal meine Wohnungsbrüche, meine Gesichter und meine unsere scheiß Maske sehen. Und warum mache ich das? Und halt die Fresse, Bowser. Wir gehen jetzt zum nächsten Level. Moment. Das war... Oh, fick dich doch, Mario. Fick dich ins Knie. Alter! Ich sag's dir, ich bin gerade nicht sehr erfreut. Warte. Geht einfach hoch, ja. Ach, das ist ja die falsche. Wo war die denn? War die da oben? Die war da oben! Nein, die war hier. Ich habe das Spiel nicht mehr lange gespielt. Ich sehe es zwar tatsächlich, aber selber spielen ist doch nochmal was anderes. Gut. Geht da jetzt, Mario. Please. Please, danke, Diode, diese. So. Wir machen auf jeden Fall König Wom, König Wum, König Dumpty-Dump. Wir werden aber auf jeden Fall doch keine 16 Stände Race machen, weil das wird zu lang dauern für dieses ganz kurze. Oh, wo ist das so kurz als Special auch nicht? Während Testserie Special ging auch eine Stunde oder so. Ich weiß gar nicht genau wie lange.
Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir es machen. Weiß ich nicht. So. Ich glaube, dass ich das nicht mit der Einhornmaske machen sollte, hätte ich mir selbst denken können. Ich meine, wenn ich die Maske nicht aufhab, funktioniert es auch nur manchmal. Und dass das mit Maske dann gar nicht funktioniert, da darauf könnte man kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt zu dir. Nur ein bisschen. Boah, ich werde hier nicht viel spielen können. Ich halte es halt echt nicht aus, das bringt dich halt echt, es ist... Damit ein 70-Sterne-Run! Damit ein 70-Sterne-Run! Alter, das hätte meinen vollsten Respekt. Damit ein fucking 70-Sterne-Run, das wäre eine Hausnummer, Leute. Das wäre... Ich sehe nichts. Ich werde runterfallen. Ja, ich sehe nichts. Wir holen uns einfach nicht. Ich komme da kaum richtig durch. Wir holen uns einen einfachen Stern. Wir sehen nichts. Da, wir haben einfach gucken. Moment. Mario. Mario, please. Fuck. Mario! Ich sehe nichts. 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 Das ist... Moment, ich muss sowieso mal eben Luft. Ich brauche mal eben Luft. So, jetzt können wir uns auch eben diesen Stern holen. Oh Gott. Frischluft. Frischluft. Ihr seht, ich bin ohne Maske auch nicht viel besser. Luft. Alter. Als ob er diesen Sprung gerade... Ich bin... Echt, nee. Muss man da nicht von der anderen Seite hin? Ich weiß es nicht. Du siehst doch jeden Tag Speedrun zu diesem Spiel. Ja, ich weiß. Wisst ihr was? Wir lassen diesen Stern. Wir gehen doch zu Wompi hoch. Ich habe mich doch umentschieden. Die Kanone sind nicht aktiviert, dann müssen wir zuerst die erste Mission machen. Ich doch nicht wieder irgendwie. Alter. Was? Als ob ich da runter. Ich hab das. Ich sehe nicht. Alter, wir machen jetzt, glaube ich, noch. Keine Ahnung, 2 Sterne oder so und dann ist vorbei, weil ich bin generell nicht gut im Spiel. Und auch mit diesem Handicap mir aus heißt ich. Nee. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mein. Ich hab mein Dings eingebüßt. Ich habe Flappy Bird mit dieser Maske gespielt. Ich habe dazu sogar noch SM64 gespielt. SM, ihr wisst, wie ich zu diesem Spiel generell, also ich finde das Spiel schon gut, aber ich kann so. Wir gehen einfach durch. Töten! Okay, Moment mal. Ah! Okay. Okay, wir machen das langsam. Ich bin kein Speedrunner. Wir machen das einfach langsam. Weil ich kein Speedrunner bin. Ganz in Ruhe und langsam. Wie ein Kind, das zum ersten Mal dieses Spiel spielt. Hallo, Wumpi. Du bist doch ein kleiner Wump. Da oben ist ein größerer Wump. Das weiß ich. Hallo. Hallo. Hey. Oh, wir sind sogar beim ersten Mal fast draufgekommen. Können wir da noch schnell hoch? Bitte? Mario? Please, Mario! Please! 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 Gut, dann halt nicht mehr. Gehst du mal bitte weg hier? Danke. So. Wisst ihr jetzt eigentlich, warum ich dieses Spiel nicht spielen will? Ich kann es halt. Ah, das ist der riesige, ist der größer als sonst. Fuck. Ich wollte eigentlich von der Seite rüberspringen. Patrick ist eine viel einfachere. Alter, als ob der mich. Ich habe mich nicht gesehen. Wir machen das jetzt langsam. Wir machen das jetzt langsam und casual. Ich bin erstens gehandicapt. Zweitens bin ich sowieso casual in diesem Spiel. Und zwar so richtig casual. Ich bin sogar Noob casual in diesem Spiel. Daher machen wir das auch Noob casual. Ganz einfach. Wenn ich das jetzt mit normal spielen würde, wäre ich da besser drin.
Das liegt auf jeden Fall auch zu dem Teil an der Maske, zu dem Teil daran, dass ich einfach schlecht bin. Das ist beides. Ja, trägt beides dazu bei, ist klar. Also, wir machen das noch genau 2 Sterne. Und zwar noch die beiden Rutschen und dann ist vorbei. Dann kann ich nicht mehr. Ne, wir können ja die eine Rutsche noch gar nicht machen. Dann machen wir, was ist denn schon der Stern? Wir könnten den Kettenhund befreien, aber da verkacke ich immer. Wir machen das Race gegen Cooper. Genau, und dann machen wir noch eben. Wir können noch die erste Rutsche ja machen. Genau, wo waren die nochmal? Das war die erste Rutsche, bitte. Wo war die denn? Die war doch hier oben irgendwo. War ich hier? Ja, ich weiß, ich hätte nicht rein. Hätte ich keine Pause. Halt einfach dein dummes Maul! Oh Gott. Ja, ist gut, geh da rein. Okay, ich bin richtig. Ich bin richtig! Ich bin. Okay. Genau. Viel Erfolg. Wünsch mir viel Erfolg bei dieser Rutsche. So. Ja, halt auf der. Auf dem Bauch. Ich darf nicht anscheinend. Nein, ich darf nicht auf den Bauch rutschen. Gut. Verbieten es mir. Alter, ich sehe nichts! Ich sehe aber sowas von überhaupt nicht, wo ich hinrutsche. Das ist sehr unvorteilhaft. Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Mario. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mario. Mario. Wir haben es geschafft. Wir haben eine scheiß Zeit, ich weiß, aber Alter. Ich habe halt echt... Please. Ich habe halt echt gar nichts gesehen. Ich rede gerade voll ins Mikro. Hallo, hört ihr mich? So. Auf zum... Ja, ich weiß, wir können jetzt woanders hin. Finde ich super. Macht mich voll happy. War hier die Schneewelt? Ich weiß es nicht. Ich spiele das Spiel zu selten. Geh da rein. Wir sind richtig. Nein, halt, das ist das, was wir machen. Ich möchte hier in den Pinguin rutschen. Das wäre jetzt toll. Kann ich eigentlich auch direkt in die Pinguin rutschen oder muss ich davor alleine rutschen? Ich bin müde. Dieses Teil macht mich müde. Das ist ein Phänomen für sich. Alter, es sieht aber echt irgendwie... Keine Ahnung, wie sieht das voll komisch aus. Ihr könnt euch das halt auch nicht vorstellen. Ihr müsst es selber machen. Tut es einfach. Vertraut mir. Es ist ein Erlebnis. Es ist echt ein Erlebnis. Ich habe halt auch einen scheiß Xbox-Controller. Ich muss mir da mal einen neuen kaufen. Also hier ist der Film noch nicht. Gut, dann rutschen wir alleine. Okay, wir haben das mit dem Bauchrutschen verkackt. So. So, also es ist hier eigentlich echt fast blind, könnte man sagen, weil ich sehe halt echt kaum, wo ich hin rutsche! Das war eine minimale Besteuerung. Normalerweise ist das eine riesige Besteuerung gewesen. Ja. Es kann gut sein, dass wir Game Over gehen. Wir haben noch ein Leben. Das sehe ich durch mein linkes Nasenloch. Ja. Ich muss durch meine Nasenlöcher und durch meine Mundlöcher gucken. Das ist toll, ne? So. Moment, geh da rein. Mario, please. Mario, danke schön. So. Noch ein Versuch. Nochmal Glück. Ich sehe nichts. Überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Nee, das kannst du fast vergessen. Ich weiß nicht, wie ich die andere Rutsche geschafft habe, aber diese werde ich nicht schaffen. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt noch einen Versuch. Wenn wir den verkacken, dann verkacken wir den halt, dann ist das so. Und ja, ich möchte diese Rutsche machen. Ich möchte jetzt auch keinen anderen Stern machen. Ich möchte diese Rutsche machen. Ich müsste mich mal eben an der Nase kratzen. So. Okay, jetzt aber. Komm schon, Mario. Glaube ich, ich sehe nichts. Nein. Oder? Nein. Na doch! Ja! Nein. Ich sehe nichts. Vergessen. Es ist sinnlos. Nein, ich sehe nichts. Ich sehe zu wenig. Mir ist warm. Mir ist heiß. Ich möchte nicht mehr. Wir hören jetzt auf. Wir sind fertig hier. Wir sind fertig. Ich wollte das nicht auswählen. Egal. Wir sind jetzt hier. Moment, ich muss kurz die. So. Das war. Oh Gott. Das war ein ganz normaler. Ich musste nur kurz atmen. So. Das war. Warum ist mein Dings unten? Aber die hören mich nicht, oder? Nein, ich bin gemütlich, sehr gut. Ja, das war nun das große, tolle Geburtstagsfest mit dieser tollen Maske und mit diesem T-Shirt und ich bin
tot. Ich kann kaum noch atmen oder sonst was. Ich habe Hunger wie Sau und ja. Ich hoffe, euch haben diese Spiele gefallen. Flavorbird und Super Mario 64. Eigentlich sollte das nur Flavorbird werden, aber es wäre ein bisschen zu kurz geworden. Und ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich sehr enorm nach oben, Monat und Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und zu Plays des Projektes unten in der Beschreibung und auch alle Social Media Links. Wie YouTube, Facebook, Boxer, Hitbox, Twitter, Instagram und Ask.fm. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss, wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was ist noch zu sagen? Außer Tschüss, Silly. Da. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Es hört sich ja alles anders an. Wow. Welch Wunder. Oh, was wollen die mir dann dieses Jahr schenken? Oh, was wollen die mir denn dieses Jahr schenken? Ich hab Angst, ich will es nicht wissen. Ich will nicht. Bäh. Brille. Brille. Alles wieder gut. Ja.